Er ist einer der beliebtesten Aktionstage im Bereich des Flugplatzes in der Sauerostlau. Der Verkehrstag zieht auch in diesem Jahr zahlreiche Akteure an, die sich unterhalb des großen Parabolspiegels an der alten Landebahn der Öffentlichkeit präsentieren. Christian Dittrich verriet, was sich hinter dem Verkehrstag verbirgt. Es ist eine Informationsveranstaltung für die ganze Familie. Wir werden eine große Simulation von einer Rettungskette darstellen, wo wir dann wieder auch mit brennenden Autos und der Feuerwehr, den Rettungswagen und der Polizei arbeiten werden. Man kann so sehen, was gebraucht wird, wenn ein Unfall passiert ist, wie schnell bestimmte Dinge gehen müssen und wie man auch selber was dazu tun kann als Ersthelfer. Wir werden aber auch zum Beispiel einen Rodeo-Wettbewerb anbieten, wo man auch Preise gewinnen kann. Man kann verschiedene Simulatoren probieren und sich natürlich vielseitig informieren rund um das Thema Verkehr, Ordnung und Sicherheit. Was passiert, wenn ich vielleicht eine Geschwindigkeitsübertretung erfahren habe oder andere Dinge, die mich vielleicht interessieren und die ich sonst nirgends fragen kann. Unterstützt wird die Veranstaltung von der Polizei, dem ACE, DRK und dem Ordnungsamt der Stadt. Alle Partner sind sozusagen mit im Boot. Auch deswegen betrachtet Dittrich die Planungen als gut fortgeschritten. Die Vorbereitungen liefen sehr gut. Wir haben also auch schon so nahezu alle Aussteller unter Vertrag im Prinzip. Wir haben auch bestimmte Highlights schon soweit geplant vom zeitlichen Ablauf und werden jetzt nur noch die bestimmte Anordnung, Platzanordnung besprechen und dann kann es im Prinzip schon losgehen. Am 29. Mai in der Zeit von 10 bis 16 Uhr finden also zahlreiche Mitmachaktionen an der alten Landebahn 8 in Dessau-Roßlau statt. Doch warum wiederholt die Verkehrswacht diesen Aktionstag jährlich? Ja, da geht es im Prinzip tatsächlich darum, sich mal der Öffentlichkeit nach wie vor zu zeigen, darauf aufmerksam zu machen. Es gibt eine Verkehrswacht in Dessau, die eben dafür zuständig ist, mehr Sicherheit auf die Straße zu bekommen, um tatsächlich auch schon vom Kindergarten angefangen, zu Schulen zu zeigen, wie man sicherer im Verkehr wird, dass eben weniger Unfälle passieren, dass eben weniger, vor allen Dingen Kinder, in Unfälle verwickelt werden. Und das wollen wir an diesem Tag immer wieder der breiten Öffentlichkeit zeigen und versuchen auch zu animieren, bei uns im Verein auch mitarbeiten zu möchten. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall, bringt er doch für jeden die Möglichkeit, sich im Detail über Rettungskette oder Maßnahmen des Ordnungsamtes zu informieren.